Wir haben derzeit drei große Themen an den Märkten: die US-Wahl, der Stimulus in den USA und die Corona-Geschichte, die jetzt wieder sich dynamisch zu verstärken scheint. Ich will in diesem Video heute, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse, ein paar Gedanken zur US-Wahl äußern, denn in der nächsten Handelswoche, da geht es richtig rund, da steht nämlich dann am Dienstag eben die erste Debatte zwischen den beiden Kandidaten, zwischen Trump und Biden an, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit, und das könnte ein echter Gamechanger sein. Da könnte sich schon zum Beispiel zeigen, dass Biden wirklich senil wirkt, dass er nicht in der Lage ist, hier zu bestehen, oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Wenn er bestehen würde, würde das die Chancen der Demokraten deutlich verbessern. Wenn er, auf Deutsch gesagt, hier eine miese Figur machte, dann dürfte das das Trump-Lager nochmal deutlich forcieren. Und wir haben dann schon wenig später, eine Woche später, die Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten, also Mike Pence gegen Kamala Harris. Da dürfte Kamala Harris durchaus gut aussehen. Das Risiko der Demokraten ist Biden, und das ist natürlich ein Kandidat, der, naja, eher nicht die große Stärke verrät der Demokratischen Partei. Ja, er ist tendenziell ein Mann der Mitte, deswegen hat man ihn vielleicht ausgewählt, aber er ist natürlich nicht sehr charismatisch, er hat eigentlich keine wirkliche Botschaft. Die einzige Botschaft der Demokraten ist ja zunächst mal, Trump muss weg, und das ist das, was man hofft sozusagen zu erreichen durch so einen Mittekandidaten, der allerdings möglicherweise nicht mal diese 4 Jahre wird durchstehen können. Also nächste Woche, da geht es richtig rund an den Märkten, in Reaktion wahrscheinlich auf diese Präsidentschaftsdebatte. Und darauf wird zu achten sein. Jetzt sagt schon Nancy Pelosi, wahrscheinlich, weil sie durchaus ja Joe Biden ganz gut kennt, sollte er besser nicht machen, sollte nicht an dieser Debatte teilnehmen, der Joe Biden. Aber das wäre natürlich auch ein absolutes Schwächezeichen, wenn er nicht da teilnehmen würde, wenn er jetzt absagen würde. Und das große, große Problem, wenn jetzt aber mal die Präsidentschaftsdebatte beiseite gelassen werden, das sehen Sie hier. Nämlich, es geht um die Briefwahl. Und hier sehen Sie die US-Bundesstaaten, die Briefwahl akzeptieren, und vor allem, wie lange sie den Eingang noch werten von Briefpost, sozusagen von Wahlpost. Und wir sehen, hier gibt es einige Staaten, wie zum Beispiel Pennsylvania, bis zum 6. November, also 3 Tage nach der Wahl. Allerdings muss der Wahlzettel abgestempelt sein, spätestens am Wahltag, also am 3. November. Aber wir sehen, dass hier zum Beispiel Bundesstaaten wie Wisconsin 9. November, Michigan sogar 17. November, North Carolina, auch ein Staat, der umkämpft ist, 12. November, Ohio, ein typischer Swing State, 13. November, Nevada, möglicherweise ein Swing State, 10. November. Es sind also vorwiegend, und das ist das Entscheidende, die Swing States, die also mal demokratisch, mal republikanisch wählen, die offenkundig hier besonders lange Deadlines haben, bis man sozusagen dann sagt, jetzt wird nicht mehr gezählt, und man schätzt, dass um und bei 50% der amerikanischen Wähler jetzt Briefwahl machen werden. Das ist also ein Riesenaufkommen, was da möglicherweise noch zu bewältigen ist. Und jetzt sieht es so aus, dass dann natürlich möglicherweise, wenn Biden wirklich mehr Briefwahlstimmen bekommt, was alle annehmen, ob das der Fall ist, sei mal dahingestellt, aber das ist zumindest die Konsenserwartung, dass Trump dann sagt, ja, ich fechte das an, da ist durchaus viel, viel Potenzial für Anfechtungen juristischer Natur. Das heißt, es könnte sein, dass wir eben wochenlang möglicherweise hier juristische Streitigkeiten haben, wie das einst mit Bush und Al Gore war, der dann irgendwann in den Sack gehauen hat und gesagt hat, okay, ich habe verloren, obwohl das vielleicht nicht wirklich der Fall war. Und das ist eben jetzt das große Thema in dieser ganzen Geschichte, diese Briefwahlthematik. Trump versucht ja schon im Vorfeld, diese Briefwahlen zu diskreditieren und damit sozusagen ja schon die Tür zu öffnen für diese Klagen, die man dann machen wird, wenn das Ergebnis nicht wie gewünscht ausfällt. Das optimale Szenario wäre für die Aktienmärkte auch, wenn es einen ganz, ganz klaren Sieger gäbe. Das ist vielleicht sogar wichtiger als wer die Wahl gewinnt. Denn wenn jetzt, nehmen wir mal an, Joe Biden gewinnen sollte, dann würden zwar die Unternehmenssteuern wahrscheinlich angehoben, aber wir hätten dann wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes
eine ganz andere Dimension an Stimulus, was da der Fall sein würde durch die Demokraten. Die wollen ja Billionen in die Märkte pumpen, nicht in die Märkte, vorwiegend in die Main Street, aber eben auch in die Bundesstaaten etc. Das könnte einen riesen Push geben, einen riesen Liquiditätspush, der so unter den Republikanern eher nicht mehr absehbar ist. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Biden würde bedeuten höhere Steuern, vor allem für Unternehmen, aber eben mehr Stimulus. Die Trump-Administration hat den Vorteil aus Sicht der Wall Street, aus Sicht der Aktienmärkte, niedrigere Steuern, aber eben mehr fiskalische Disziplin, wenn man so will. Und wir haben jetzt einige Bundesstaaten, die natürlich hier die entscheidende Rolle spielen. Hier sind die vermutlichen Wahlausgänge eingezeichnet. Wir sehen an der Westküste ganz klar, da werden die Demokraten gewinnen. Sie werden im Nordosten gewinnen, New York, New Jersey etc., das dürfte relativ klar an die Demokraten gehen. Der mittlere Westen ganz klar, und da ist die Republikanische Partei sehr stark. Aber dann gibt es eben so Staaten wie Nevada, die schwierig sind. Arizona könnte vielleicht kippen, man weiß es nicht. Also das sind hier diese Staaten, auf die es faktisch ankommt. Michigan, Ohio, Pennsylvania vor allem ist einer der ganz wesentlichen Staaten. Wenn Trump zum Beispiel Florida verlieren sollte, dann ist die Wahl wahrscheinlich für ihn verloren. Florida hat ja 29 Wahlmänner, Kalifornien 55, mit Abstand der größte. Gleichwohl kommt ein Wahlmann auf über 600.000 kalifornische Stimmen, während in Wyoming etwa die drei Wahlmänner hier entsenden, da sind es 180.000, also praktisch eine Stimme in Wyoming ist etwa viermal so viel wert wie eine in Kalifornien, aber sei es drum, das sind also die Staaten, auf die es hier ankommen wird, und in diesen Staaten wird sich diese Wahl entscheiden, wenn sie sich denn entscheidet, wenn es eben so sein wird, dass hier wirklich der Kandidat, der möglicherweise hier knapp unterliegt, dann auch sagt, ja, ist so. Man kann sich bei Trump vor allem sehr, sehr gut vorstellen, dass, wenn das der Fall wäre, dass also Biden führt zum Beispiel oder er führt und dann sozusagen durch die Briefwahlen noch von der Pole Position verdrängt wird, weil es in einzelnen Bundesstaaten teilweise um wenige tausend Stimmen geht, die das Pendel eben komplett auf den einen oder auf den anderen Kandidaten ausschwingen lassen. In den USA ist es ja bekanntlich so, dass wer den Bundesstaat gewinnt, dann alle Wahlmänner entsendet, und da gibt es also kein Verhältniswahlrecht. Dementsprechend wird das das ganz große Thema, und dieses große Thema, das wird uns ab Dienstag sehr, sehr stark beschäftigen. Heute die Aktienmärkte in den USA latent freundlich, der DAX ein bisschen angeknackst, nachdem diese Corona-Welle neue Dimensionen erreicht. Die Rede ist von einem totalen Lockdown jetzt in Madrid, und das wäre natürlich etwas, was für die Märkte fatal wäre, was für die Wunschträume einer V-Erholung sozusagen dann das ultimative Ende bedeuten würde. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich will Sie jetzt nicht weiter stressen vor dem Wochenende, wünsche ein schönes Wochenende und sage Ihnen Servus und Ciao.